Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dies hier ist Black Shark. Eigentlich ist es gar keine richtige Folge, sondern eher ein Ausprobieren. Und zwar möchte ich mal versuchen, ob die Autorotation hier funktioniert. Sprich, den Helikopter mit Autorotation heil und schadensfrei auf die Erde zu bringen, wenn die Triebwerke ausfallen. Ich weiß in der Theorie, wie es geht. Aber probiert habe ich das noch nicht. Das heißt, das wird jetzt ein Live-Test sozusagen. Ich bin so auf ungefähr 200 Metern Höhe und stehe fast still. Ich habe ungefähr 7 km/h vorwärts. Das sollte eigentlich für unseren Test reichen. 200 Meter ist, glaube ich, auch eine Höhe, mit der man arbeiten kann. Und mein Fahrwerk ist noch draußen. Das spare ich mir, das noch während des Sinkfluges, der gleich passiert, zu machen. Ich werde jetzt gleich einfach die Treibstoffzufuhr beider Triebwerke unterbrechen. Somit habe ich keine Leistung mehr und ja, werde mal schauen, ob ich den Hubschrauber mit Autorotation heil in den Händen kriege. So. Auf Plätze, fertig, los. Zack, da sind sie weg. Vorwärtsschub. Und wow. Bisschen hart gelandet. Ein bisschen hart, aber wir sind nicht explodiert. Das versuchen wir gleich nochmal. Das werden wir nochmal versuchen. Jo, und da sind wir auch schon wieder mit unserem nächsten Versuch. Wieder auf ungefähr 200 Meter. Das Fahrwerk ist noch draußen. Wir sind immer noch im Schwebemodus, beziehungsweise im Autohover. Ich mache jetzt die beiden Treibstoffventile wieder zu. Und dann fangen wir auch schon an zu stürzen. War schon ein bisschen besser, aber noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist noch zu viel kaputt gegangen. So, Freunde. Nächster Versuch. Fahrwerk ist draußen. Etwas über 200 Meter. Und Treibstoff aus. So, Nase nach unten. Geschwindigkeit aufnehmen. Kollektiv habe ich zurück. Oh, Alter. Mir fehlt immer so schnell. Und hochziehen. Abfangen, 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 abfangen. Ja, das war nicht gut. Hui. Ja. So, und wieder ein neuer Versuch. Achso, der Autohover sollte ich vielleicht mal rausnehmen. Den mache ich mal raus. Treibstoff weg. Automatische Höhe, das soll immer halten, ist noch drin. Oh, Alter, der fällt immer so schnell. Und abbremsen, abbremsen, abbremsen. Ah, zu hart. Ah. Also ich habe mir mindestens die Beine gebrochen und die Wirbelsäule und wer weiß was sonst noch. Ja. So, dieses Mal lasse ich die ganzen Hilfen aus. Hoppala. Gut. Dann Treibstoff aus. Er fängt an sich zu drehen. Kollektiv. Ich glaube, das habe ich ein bisschen zu früh gemacht. Jetzt habe ich nämlich keine Kontrolle mehr. Klatsch. Und Treibstoff aus. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mit dem Kollektiv machen soll hier, wie viel ich da jetzt geben soll. Oh, Alter, der geht schon wieder hart nach unten. Und. Oh! Hey! Außer, dass das Vorderrad weggebrochen ist, war das doch gar nicht so schlecht. Aber wir kriegen hier noch irgendwelche Fehlermeldungen.
was auch immer das bedeutet. Momentan nichts. Null heißt nichts, ne? Aber da stand ein bisschen mehr. Das geht bestimmt noch besser. Okidoki, auf ein neues. Treibstoff aus. Oh, Alter, der fällt immer so schnell. Jetzt fällt er nicht schnell genug. Oh! So, wir sind wieder auf 200 Meter und killen die Maschinen. Ich nehme mal gerne ein Kollektiv zurück. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Und jetzt Kollektiv dazu. Dann geht doch die Drehzahl wieder hoch. Oh, komm schon, zu schnell, viel zu schnell. Let's fetz. Oh, zu schnell, zu schnell, zu schnell. Ach, shit. Ene, mene, miste. Es rappelt auf jeden Fall nicht mehr in meiner Kiste. Ach, wieso knallt denn jetzt so schnell auf die Erde? Wahrscheinlich muss ich mehr Kollektiv zurücknehmen, wenn er denn anfängt zu sinken. Jetzt sind wir zwar ein bisschen höher und ein bisschen schneller, aber ich lasse das jetzt einfach mal gelten. Aus. So, Kollektiv nehmen wir mal noch mehr zurück. Und jetzt gehen wir langsam wieder Kollektiv dazu. Jetzt. Volle Pulle, volle Pulle. Oh, das reicht nicht, das reicht nicht. Nochmal volle Pulle. Ah. Das ist ein bisschen rot in der Birne geworden. Aber hey. Hey. Ah. Scheiße, Hauptgetriebe aus Schrott. Schon was abgeblättert hier. Bisschen was ist doch kaputt gegangen. Naja, ist kein Totalschaden, nur ein wirtschaftlicher. Nochmal. So, wir sind bei 200. Und zack, zack. So, Freundchen. Ah, der dreht sich zu doll, der dreht sich zu doll. Oh, voll Kollektiv rein. Ja, 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 das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ah! Oh, mein Scroll geht immer dabei drauf. Ja. Junge, 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 Junge. Ganz schön schwierig. Okay. Also nicht wundern, wenn hier gerade eine SU-25 vorbei düdelt. Die greift hier gleich den Flugplatz an. Oder die beiden hier. Oder noch mehr, besser gesagt. Das ist nämlich so eine Testmap, die ich hier mal gemacht habe für mich. Ja. Sprit aus, damit wir hier unseren Test durchführen können. Oh, der fällt immer so schnell. Jetzt fängt er sich an zu drehen. Jetzt fängt er sich an zu drehen. Und voll Kollektiv rein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, zu schnell. da knallt's noch neben mir. Arschmaden. Okay. Exakt 200, 201. Und auf ein neues. Nase nach vorne. Boah, jetzt fällt er aber schnell. Jetzt fällt er aber schnell. Wow! Scheiße, das sah so gut aus. So. Fuck! Oh. Springfield 2-1 wurde getroffen. Wie lange macht denn das da jetzt so mit?
Under attack. Warning. Under attack. Ja. Da, ta, 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 ta. Teddybär, Teddybär, dreh dich rum. Teddybär, Teddybär, mach dich krumm. Ist ja lustig. Ich glaube, den sollten wir mal erlösen, oder? Oh, das sind sogar die richtigen Waffen, um ihn mal zu erlösen. Na bitte. Okay, zurück zum Test. Ich hoffe, wir schaffen das hier. Zack, zack. Watch the ground. Watch the ground. Komm schon. Oh, eine volle Pulle kollektiv. Oh. Watch the ground. Ja, 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 ja. Ich bin aber noch zu hoch. Ich bin noch zu hoch. Watch the Oh. ground. Oh, 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 oh. Könnte er heile Watch sein? the ground. Könnte er heile sein? Check all Hihihi. parameters. Nein, scheiße. Main transmission. Ja. Hauptgetriebe prüfen. Auf ein neues. 1, 2. Wunderbar. Watch the ground. Komm schon. Watch Es muss doch mal klappen hier jetzt. the ground. Ich bin zu hoch, ich bin zu hoch. Watch the ground. Watch the Ah, ground. ich traue mich nicht, den noch länger fallen zu lassen. So, und da sind unsere Motoren auch schon aus. Wir kriegen Geschwindigkeit. Und jetzt volle Pulle hochziehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Watch the ground. Oh, das sah gar nicht so Watch schlecht the aus. ground. Okay. Komm schon, jetzt werden wir es schaffen, jetzt werden wir es schaffen. Watch the ground. So, kollektiv weg. Watch the Zumindest ground. nicht ganz, aber ein bisschen. Und volle Pulle kollektiv. Ja. Ist doch mehr bremsen. Watch the ground. Watch the ground. Ich hab's Watch the geschafft. Ich ground. hab's geschafft. Watch the ground. Yes, Check Baby. all parameters. Nein. Main transmission. Warum? All parameters. Warum? Main Es ist transmission. doch nichts kaputt, Mann. Obwohl sie sagte, man soll das nur prüfen, ne? Könnte ja auch sein, dass alles in Ordnung ist. So, ob wir die wieder starten können. Und damit nochmal fliegen, das muss ich jetzt herausfinden. Wir machen jetzt erstmal hier wieder an. Also es sah nicht schlecht aus, wenn wir jetzt gleich wieder damit fliegen können. Wäre das natürlich bombastisch. Na komm. Sie hat ja nur gesagt, wir sollen das Hauptgetriebe überprüfen lassen. Ne? Vielleicht sagte sie das ja auch, weil noch irgendwelche Systeme liefen, aber naja. Wir werden das gleich erfahren. Gehen wir mal runter. Zweites Triebwerk an. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt, ob die Kiste noch normal fliegt. Also hier rüttelt nichts, hier schüttelt nichts. Ja, Öldruck rechte Seite, aber die kommt ja gleich. Ich habe hier auch keine Warnmeldung und nichts.
Okay. Jetzt kommt der Test. Fliegt sich eigentlich wie frisch aus der Fabrik. Gucken, geht das Fahrwerk komplett rein? Okay. Also da scheint die Hydraulik dann noch ein bisschen Schrott zu sein. Der vordere fährt nicht rein. Also die vordere... jetzt weiß ich gerade nicht, wie man das nennt. Vordere Rolle, Stütze, Fahrwerk. Das vordere Fahrwerk fährt nicht rein. Unser Squall funktioniert... halt, wir müssen mal den Masterarm anmachen. Wir können ballern. Wir können mit der Kanone ballern. Jo. Also. Wie gesagt. Vorne das Fahrwerk fährt nicht rein, aber für mich ist dieser Test eigentlich bestanden. Naja. Versucht selber mal. Es ist wirklich nicht einfach. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Das, ich glaube zwar nicht, wenn man jetzt irgendwie von einem Panzer getroffen wird oder so und plötzlich ist was, es fällt Triebwerk aus, dass man das dann in der Hektik noch hinkriegt. Mal ganz davon abgesehen, dass der Blackshark ja auch einen Schleudersitz hat, wo man meist eher drauf ballert und drauf hackt. Aber es ist eigentlich schön, dass es funktioniert hier in dem Spiel. Also das finde ich schon ganz cool. Haben sie gut simuliert hier die ganze Geschichte. Ob das jetzt im realen Leben genauso ist, wie hier im Spiel simuliert, das kann ich natürlich gar nicht nachvollziehen. Und werde ich wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen können. Aber für mich, wie gesagt, hat es funktioniert. Der Test ist bestanden. Den stürze ich gleich noch ab hier, weil ich mich nicht auf die Landung konzentriere. Und ja. Ja, du bist ein bisschen spät, Mäuschen. Ich bin schon gelandet. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sage tschüss, macht's gut.